Servus, liebe Leute, auf der IWA 2019 am Stand von Umarex zusammen mit meinem guten Kollegen Dominik. Dominik, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Nicht dafür. Dom, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, ihr habt den heiligen Gral für alle Airsofter, das ist die Glock-Lizenz. Richtig. Und letztes Jahr hattet ihr ein riesen Portfolio. Ich glaube, ihr hattet Gen 3 und Gen 4 in ganz vielen Varianten. Glock hat sich jetzt in diesem Jahr ziemlich viel bewegt für eine Marke, die eigentlich jahrelang dieselbe Pistole gebaut hat, muss man dazu sagen. Gen 5 ist rausgekommen. Gen 5 ist rausgekommen. Sie haben experimentiert mit Kombinationen aus verschiedenen Lauflängen gepaart mit Griffstückhöhen. Ein Liebesbaby, was daraus so ein bisschen entstanden ist, ist die Glock 19X. Und, so wie der Zufall so will, ihr habt eine. Ja, haben wir einmal von VFC als Gas-Blowback-Variante. Du wirst mir bestätigen können, farblich sind wir da sehr, sehr nah am Original dran. Das Magazin hat 22 Schuss. Und wer mit Airsoft-Waffen regelmäßig umgeht und die Glock-Waffen kennt, der hat immer das Problem, er muss das Hop-Up irgendwann einstellen, nachjustieren etc. pp. Ich erinnere mich noch aus meiner Airsoft-Zeit, ja? Ja, musste er bis dato umständlich den Schlitten demontieren, runternehmen etc. pp. Fällt hier komplett weg. Wir haben hier vorne ein Loch, über das du einen Imbusschlüssel versenken kannst. Okay. Und dann stellst du die Shoot-Up-Units von außen ein. Ah, das heißt, ihr könnt quasi das, ihr stellt das Hop-Up, ja, über die Verschlussfeder eigentlich ein, ne? So, also über das Loch, wo eigentlich die Verschlussfeder dann ist, da ist das kleine Loch, ist immer. Wir zeigen das mal. Das ist immer gemein, da muss ich immer den Kameramann muzzeln. Also auch so ungern. Zack, so. Ich würde direkt, am allerliebsten, wenn ich mir was wünschen könnte, das Spiel Keule gegen Knifte spielen. Ja, gut, hier ist die Keule. Da geht's los. Ha. So, kurzer Safety-Check. Man sieht natürlich, obwohl die Farbe wirklich sehr nah ist. Also ich möchte behaupten, wenn die andere nicht daneben liegt, kommt man nicht drauf, dass es vielleicht nicht die Originalfarbe sein könnte. Man sieht natürlich als erstes das Nozzle. Zack, jetzt versuchen wir mal. Ich weiß, unsere Userschaft weiß das auch. Ich erzähle es trotzdem einmal. Die 19X hat die Lauflänge von einer Glock 19, hat aber die Griffstückhöhe von einer Glock 17. So. Und wenn man das Ding erstmal in die Hand nimmt, fühlt sich an wie eine Glock. Ich würde ja sagen, Airsoft klar, aber mit so einer Waffe könnte man doch auch ein vernünftiges Trockentraining machen. Korrekt. So, liebe Leute, ne? Hier, da weiß ich jetzt schon, da schreien auch schon die ersten auf, so endlich, Trockentraining ist sowieso 30% Leistungssteigerung zu Hause. Dominik, schöne Waffe. Kannst du uns noch irgendetwas zu den Features erzählen? Ich glaube, wir drehen einfach mal wieder um. Das ist so, und Keule gegen Knifte ist schnell wieder vorbei. Um nochmal auf die Geschichte mit der Shoot-Up-Unit einzugehen. Denken sich viele, wie löst man das technisch am besten? Wie ihr sehen könnt, ja, die ist sehr fettig, die hat heute schon ein paar Schuss gesehen. Dreh es mal vorsichtig so, ne? Okay. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier so einen Zahnkranz. Ja. Den drehen wir im Prinzip durch die Madenschraube vorne. Mit dem Imbus dann. Ah, ich verstehe. Und dadurch wird die Shoot-Up-Unit dann justiert. Der Vorteil an der Geschichte ist, dadurch, dass es nicht mehr lose da aufliegt, kannst du es eigentlich so gut wie nicht mehr von alleine verstellen. Ja. Haben wir bei ein paar anderen Glock-Neuheiten auch. Okay. Leider nicht bei jeder. Bei der 18C haben wir noch das alte Hop-Up-System, Shoot-Up-System. Okay. Aber hier in der Glock 19X das ganz neue. Genau. Und was man natürlich bei der 19X auch dazu sagen muss, die ist links und rechtshändig bedienbar. Also in dem Fall jetzt linkshändig. Ladies and Gentlemen, ambidextrous Design hat auch in der Airsoft-Szene festen Fuß gefasst. Liebe Leute, die Glock 19X von Umarex bei Dominik. Danke dir.